Das christliche Jugenddorf Wolfsburg hilft, gibt Chancen und bringt Freude. Und das ganz besonders am Chancengebertag. Helfen leben, Chancen geben war das Motto und das spürte man auch. Am 10. Oktober um 7 Uhr morgens ging es los. Tische, Pavillon und Zelt mussten gemeinsam aufgebaut werden. Jeder packte mit an und half, wo er kann. Das Ganze unter der Anleitung von Kirsten Kolbe. Sie organisierte den Chancengebertag des CJDs in Wolfsburg. Der Chancengebertag wurde im letzten Jahr das erste Mal durchgeführt in Nienburg. Und die haben da so gute Erfahrungen mitgemacht im CJD Jugenddorf Wolfsburg, in Nienburg, dass wir gesagt haben, wir probieren das auch. Das ist ja ein Tag, ne, wo man sich in der Öffentlichkeit bekannt macht. Und wir haben für uns festgestellt, dass wir das, ne, in Wolfsburg auch gut gebrauchen können. Und haben daraufhin gesagt, wir machen in diesem Jahr mit. Noch waren es 3 Stunden Zeit, um das kleine Lager auf die Beine zu stellen. Aber trotzdem war eine Menge zu tun. Die Stände bauten sich nicht von alleine auf. Anfangs wirkte alles noch ziemlich chaotisch, aber Kirsten wusste genau, was wohin kommt. Koordination und Konzentration war jetzt wichtig, damit auch nichts schiefgehen konnte. Gewappnet mit Banner wurde auf sich aufmerksam gemacht. Der Chancengebertag war dafür da, um Gutes zu tun, zu helfen und Chancen zu geben. Neben dem Informationsbistro gab es Kreativstände, ein Entspannungszelt und direkte Hilfe. Ziel war es, den Passanten zu helfen und positive Energie mitzugeben. Zum Beispiel durch kreatives Steine bemalen. Prima. Also ich unterstütze das auch und habe auch schon einen Wunsch auf einen Stein geschrieben. Friedvolle Gedanken. Genau. Gerne. Tschüss. Oh, ihr habt schon Blickkontakt aufgenommen. Sie hat auch zurückgelächelt. Oder aber auch durch eine Entspannungsübung. Zwischen Kerzen und Kissen konnte man mal den Stress vergessen. Heute ist ja Chancengebertag. Wir bieten hier mehrere Sachen an. Und hier im Zelt wird im Speziellen ein bisschen Entspannung zum Alltag angeboten. Ein bisschen abschalten, runterkommen, neue Energie tanken, jeder das, was er halt braucht. Das ist kostenlos. Das bieten wir an im Rahmen des Chancengebertages. Ja, die Leute sind noch ein bisschen schüchtern. Wir gehen dann auf die Leute zu und laden sie halt herzlich ein, hier dran teilzunehmen. Super gerne. Nicht nur den Passanten macht es eine Freude. Auch die Helfer vom CJD hielten diesen besonderen Tag für eine gute Idee. Ich finde das eine total super Aktion. Bin ja hier selber mit auch dabei beim Entspannungsangebot. Nur leider wollen die Leute sich auf kurze, alltägliche 5 bis 10 Minuten Entspannung nicht so einlassen. Das ist ein schönes Gefühl zu helfen, weil man ja weiß, dass man den Leuten damit etwas Gutes tut. So viel helfen brachte Freude. Freude und vor allem Motivation hatte Kirsten zu 100%. Sie heizte die Azubis des CJDs noch mal kräftig an und gab letzte Informationen. So, okidoki. Du brauchst für deine Leute wie viel? 8 habe ich jetzt durchgezählt. Auf dem Kopf. Wir machen heute hier den Chancengebertag. Wir wollen zeigen, dass junge Leute, ne, in der Lage sind und gerne helfen. Können wir ihnen helfen? Tasche tragen ist eine gute Sache, Tür aufhalten ist eine gute Sache. Also, ne, ich denke, wenn man, ne, alleine, es geht darum, ins Gespräch zu kommen, ich glaub, und, ne, aufmerksam zu machen, dass heute hier dieser Tag stattfindet. Wichtig ist,
Wenn ihr merkt, dass die Leute euch schon ängstlich angucken, dann nicht so forsch, sondern ne, immer schon höflich, freundlich. Alte Leute sind kein sowas zum Beispiel. Fangt damit an. Hilfe bekam man nicht nur an den Ständen, sondern auch von den Auszubildenden, die beim CJD arbeiten. Sie teilten sich in zwei Gruppen auf. Beide Gruppen sollten Passanten in der Innenstadt ansprechen, ob sie Hilfe benötigen könnten. Beim Einkaufen, beim Tragen, bei allem, wo man behilflich sein konnte. Der Chancengebertag sollte vor allem den Wolfsburgern zeigen, dass Jugendliche gerne helfen und auch Freude dabei haben. Aufgeregt machten sich die Helfer auf den Weg. Und schon fanden sie auch jemanden, der ihre Hilfe gebrauchen konnte. Doch so einfach war das leider nicht immer. Die Schüchternheit kam dann doch hin und wieder durch. Die Frage war, wie man richtig auf die Leute zugehen könnte. Einfach machen. Los ging's und es funktionierte. Bei den Passanten kam es gut an. Zum Beispiel die Taschen. Nee, da brauchen sie nicht. Die haben noch nicht eingekauft. Da kommt vielleicht noch. Na, das ist das liebe Geld. Ja. Also, noch viel Erfolg. Ja, danke schön. Danke. Nicht schlecht. Wollen Sie das einmal mitnehmen? Ja, nehme ich mal mit. Ja, alles klar. Gut. Da hinten können Sie auch ganz schön warm, lecker Kaffee trinken. Auch wieder warm. Ja. Schön, alles klar. Ja. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Doch wie sah es bei den Azubis aus? Umlaufen. Also ist eigentlich ganz lustig so. Was die Leute so sagen und wie die das hier nehmen, ist eigentlich ganz lustig. Ja. Was ist das für ein Gefühl, Leute zu helfen? Es macht mir Freude, andere immer zu helfen. Also so bin ich dafür. Also bis jetzt haben wir es noch nicht irgendwie hingekriegt, so, weil die Leute, wenn die irgendwas Tüten haben, wenn wir helfen wollen, dann sagen sie keine Zeit oder so. Ja, das ist ein bisschen mies, aber naja. Passiert halt. Ja, das kommt sehr gut an. Ja. Also ist eigentlich ganz okay. Ja, ich finde ihn eigentlich relativ ganz gut, ja. Ja, ist ganz gut. Ein gutes Gefühl, anderen mal was Gutes zu tun. Ein gutes Gefühl zu helfen. Gut fühlte sich Kirsten sicherlich auch. Die Aktion in der Innenstadt neigte sich so langsam dem Ende. Sah so aus, als ob alles nach Plan gelaufen wäre. Also eigentlich ja. Es gibt immer so kleine Sachen, was weiß ich, da fehlt noch ein bisschen Kaffee oder da hängt ein Bild schief. Aber ansonsten ist es schon so gelaufen. Na dann lief ja alles wie am Schnürchen. Die Motivation für das zweite Mal war auch schon spürbar. Also es wird ganz sicher eingehen, weil die Resonanz, also das, was wir heute so erlebt haben hier und auch im Vorfeld, die war so positiv, dass wir das auf jeden Fall wieder machen werden. Und für den nächsten Chancengebertag ist geplant, dass wir mehr Wolfsburger Einrichtungen beteiligen werden. Der nächste Tag der Chancengeber steht also schon so gut wie in den Startlöchern. Kirsten und die Helfer vom christlichen Jugenddorf Wolfsburg haben alles gegeben. Was für ein Gefühl war es denn letztendlich zu helfen? Tja, das ist mein Leben, ist ja mein Beruf. ist ein tolles Gefühl. Also wir erleben ja heute hier, dass es auch nicht immer gewünscht ist, sondern dass es schon auch so eine beiderseitige Sache ist. Und wenn das gut funktioniert, also wenn das Helfen wirklich auch ankommt, dann ist das eine ganz erfüllende Sache.